Eigentum verpflichtet. Das gilt auch für Waldeigentümer. Besonders Neulinge stellen sich viele Fragen. Welche Pflichten habe ich? Was darf ich in meinem Wald tun? Wie kann ich ihn pflegen und schützen? Das Forstamt in Neukirchen lässt die Privatwaldbesitzer nicht im Regen stehen und bietet Hilfe an. Regelmäßig werden Ratgeberveranstaltungen angeboten und durchgeführt. Wir waren am vergangenen Freitag bei einer dabei. Grau ist alle Theorie und deshalb fand die Veranstaltung nicht im Forstamt statt, sondern genau da, worum es geht, im Wald. Treffpunkt war allerdings das Forstamt. Ja, willkommen hier im Forstrevier Werdau im Landkreis Zwickau. Vorstellen würde ich erstmal gerne meinen Kollegen hier, den Philipp Erdmann, der ist bei mir Forstinspektor Anwärter und macht im Prinzip dann die Staatsprüfung, um dann später mal im Sachsenforst oder besser gesagt im angrenzenden Ländern anfangen zu dürfen. Mein Name ist Preußner, Carsten Preußner, ich bin hier Revierleiter vom Revier Werdau, was im Prinzip den Altkreis Zwickau Land umfasst. Eingeladen haben wir heute zu einer Veranstaltung im Wald, dann eine Waldexkursion für Waldbesitzer und für Bürger, die interessiert sind. Dort geht es insbesondere um Themen des Waldumbaus, der Schadereignisse, die auf uns zukommen, beziehungsweise die jetzt schon waren und die wir jetzt versuchen, auch mit einfachen Mitteln zu beheben. Wichtiges Instrument hierfür ist die Förderung. Dann haben wir das große Thema Bogenkäfer, Schadholzsituation, was wir angreifen wollen. Und dazu interessierende Themen wie Verkehrssicherung, jagdliche Aspekte, die hier eine Rolle spielen und dergleichen mehr. Also wie gesagt, ein umfassendes Potpourri aus Themen, die wir hier behandeln wollen. Und ich hoffe, dass die Resonanz auch entsprechend groß sein wird. Ich zeige es gleich noch mal ganz kurz, was er nicht weiß. Gibt es einen kleinen Trick. Im Prinzip ist es ja flach, wie hier. Ne? Das wird dann im Prinzip bloß so hochgestellt, so hingelegt. Und dann wird Kaffeebohnen bis vorgelaufen. Und dann entwickelt sich das zum Viereck. Ne? Hier zum. Die Resonanz war gut. Carsten Preußner zeigte praktisch vor Ort, wie man junge Bäume vor Wildbiss schützt. Und er reagierte auch prompt auf die Anfrage einer Dame. Diese wollte wissen, ob das Landratsamt Hilfe bei der Beseitigung von Bärenklau anbietet. Seinem jungen Kollegen übertrug er die Gesamtleitung der Exkursion. Der Kollege hat im Prinzip die Veranstaltung schon zum großen Teil vorbereitet. Und für ihn ist es auch mal wichtig, dass er dort auch mal vor Publikum sich dort mal präsentiert und mal ein paar Worte sagen kann. Das gehört dann auch später zu seinem täglichen Beruf und es kann nicht schaden, das im Vorfeld mal gemacht zu haben. Philipp Erdmann machte das gut. Nach der Begrüßung und Einleitung am Forsthaus ging es dann direkt hinein in den Wald. Hier wird der erste Punkt sein, hier wird es um den Buchenbestand gehen, in dem wir hier stehen. Und dann werden wir an verschiedenen weiteren Exkursionspunkten die behandelnden Themen zu Waldschutz, Waldumbau, Jagd und natürlich auch die Fragen, die Leute haben sollten, weiter behandeln. Und Fragen gab es einige zu beantworten. Schließlich ist das Thema sehr komplex. Wie oft werden solche Exkursionen eigentlich angeboten? Ich denke ein bis zweimal im Jahr. Ja, also in der Regel ein bis zwei Waldbesitzerversammlungen, die wir machen. Wenn dort spezielle Themen aufgegriffen werden müssen, dann auch öfters. Dann ist eigentlich Usus bei uns, einmal im Jahr diesen Waldtag zu machen, der normalerweise im Stadtwald von Plauen stattfinden sollte. Corona-bedingt ist aber jetzt ausgefallen. Ich hoffe, dass es irgendwann mal nachgeholt werden kann. Dann begaben wir uns zu einer exponierten Fläche. Ja, dort hat vor einigen Jahren der Kupferstecher, also der kleine Bogenkäfer, dort massiv zugeschlagen. Und auf ca. 0,70 Hektar Fläche war jeder Baum befallen. Wir haben die dann entfernt und haben mit Fördermitteln diese Fläche wieder mit Eiche standortsgerecht aufgeforstet und haben dazu noch ein paar Begleitbaumarten, wie zum Beispiel die Hainbuche oder auch die Vogelkirsche mit dazu gepflanzt.
Und da wir trotzdem einem gewissen Wilddruck hier erlegen sind, ist es auch nötig, die Flächen zu zäunen. Deswegen müssen wir so 5, 6 Jahre oder 7 Jahre, sag ich mal, auch den Zaun dort einigermaßen dicht halten, bis die Bäume so groß sind, dass sie aus dem Äser rausgewachsen sind, sodass die Rehe im Prinzip die Knospen, die Terminalknospen nicht mehr abknabbern können. Wie geht es dem Wald hier vor Ort? Im Moment muss ich sagen, geht es dem Wald relativ gut bei uns hier. Wir haben im Prinzip das Schadholz soweit aufbereitet und haben den Borkenkäfer einigermaßen im Griff. Ist auch dahingehend geschuldet, dass die Fichten, wo der Käfer im Prinzip angegriffen hat oder die er befallen hat, auch zum großen Teil schon weg sind, muss man leider so sagen. Also wir haben großflächig Ausfall gehabt durch Wurf, durch Käfer, durch den Borkenkäfer insbesondere. Und sind aber dabei, die Bestände wieder aufzuforsten mit standortsgerechten Baumarten. Mhm. Und das ist, wie gesagt, ein Hauptthema der heutigen Veranstaltungen, dass die Leute auch mal sehen, was an Förderung möglich ist, um ihren Wald wieder standortsgerecht zu bestocken. Natürlich gab es auch umfangreiches Informationsmaterial zu allen möglichen Themengebieten. Es war mit Sicherheit interessant und lohnenswert für die Waldbesitzer oder Waldinteressierten. Ein Termin für die nächste Exkursion steht derzeit noch nicht fest, ist aber in Planung.